Mit einem großen Festakt zelebrierte man das 50-jährige Bestehen der Volksschule Wiener Neudorf. Das Symbol des Regenbogens spielte dabei eine wichtige Rolle. Dieser riesige Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt und das bringt schon etwas zum Ausdruck. Das ist eine unglaubliche Demonstration der Gemeinde, der Eltern, der Angehörigen für diese Schule und zeigt die unglaublich hohe Akzeptanz dieser Bildungseinrichtungen rüber und das tut gut. Diese Schule hier ist eine Vorzeigeschule, tut bei allen neuen Entwicklungen, die im Sinne der Kinder gut sind, mit. Innovative Schule, pädagogisch gute Schule, sozial gut aufgestellt, Schülerparlament, integrativ, hier geht es Nachmittagsbetreuung, Ganztagsschule. Also hier ist wirklich alles, was ein Kind braucht und es ist für jedes Kind, glaube ich, etwas dabei und man versucht es hier sehr individuell. Also es liegt auch am Team hier an der Schule, es liegt an der Leitung, es liegt an den Lehrerinnen. Ich kann nur dieser Schule von Herzen zum 50. Bestehen, zum Geburtstag gratulieren. Und vor allem den Kindern. Die Kinder waren im Vorfeld schon so aufgeregt, es war irrsinnig viel zu organisieren. Gott sei Dank habe ich aber ein tolles Team, das mich da toll unterstützt hat. Aber ich gebe zu, in den letzten 14 Tagen konnte ich kaum mehr schlafen. Es waren jetzt 4-5 Monate ganz tolle Proben, wenn man sieht, was aus den Kindern drinnen steckt. Und ich denke mir, auf so einer großen Bühne vor 500 Leuten zu spielen, das ist ja auch keine Kleinigkeit. Und das haben die wunderbar hinbekommen. Wen hast du denn heute gespielt? Ich habe den Inke, den kleinen Oktopus, gespielt. Und du? Ich habe die Anna, die Schildkröte, gespielt. Wie ist das so, die ganze Zeit herumzulaufen auf der Bühne? Ja, es macht Spaß und es ist toll, danach so zu hören, hi, wie geht's dir in der Schule? Eine großartige Vorstellung, wo man auch gesehen hat, dass es den Kindern viel Spaß macht und wo diese Freude gleich von Beginn weg auch auf das Publikum übergesprungen ist.